Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei Melody. Und ich habe dieses Spiel gestartet und dachte mir nur so, ich hab's satt in diesem Haus zu wohnen. Ehrlich, und die ganzen Möbel und so, wir tragen die ja alle seit zwei Häusern mit. Ich kann nicht mehr. Deswegen, ich bin ja nicht so gut im Hausbau, zumindest was so den, wie heißt es? Grundriss angeht. Und ich wollte euch fragen, vielleicht hat jemand Lust, mir einen Grundriss zu bauen. Das könnt ihr dann natürlich unter dem Hashtag MuliSims in der Galerie posten. Ich möchte ja in Mount Comeraby wohnen. Mir ist grundsätzlich egal, auf welchem Grundstück. Aber ich würde, glaube ich, eher unten wohnen und nicht so auf diesem Berg. Also wenn, wäre es cool, wenn ihr darauf achten könntet, dass es halt auf ein Grundstück da unten hin passt. Also ich habe auf jeden Fall Interesse halt auch daran, etwas eher Asiatisches zu machen, weil wenn wir schon nach Montgomery ziehen, ne? Deswegen wäre es cool, wenn ihr halt so diesen Grundriss und vielleicht halt die Außenwände so ungefähr schon vorbereiten könntet, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ansonsten baue ich es halt selber oder suche mir irgendwas anderes aus der Galerie. Aber von euch wäre es natürlich viel, viel cooler, weil ihr dürft natürlich immer gerne Input geben zu den Videos hier. Zum Beispiel habe ich in der Lucky Legacy Challenge letztens ja auch gefragt, ob ihr mir Grundstücke bauen könnt für Strangerville. Und da ist tatsächlich auch schon was reingekommen. Das ist sehr, sehr cool. Deswegen freue ich mich ganz, ganz doll. Und ja, wie gesagt, wenn jemand Lust hat, schickt es mir ein. Und dann werde ich das wahrscheinlich dann nutzen, um dann ein neues Haus zu kreieren für unsere süßen Mausis hier. Wir hatten ja gesagt, wir lassen alles verstauben, damit wir halt Geld kriegen. Ich habe auf jeden Fall jetzt diese Fixes rausgenommen, weil ich habe jetzt ein paar Mal gespielt ohne diese Fixes drin. Und ich bin der Meinung, dass Bust the Dust mittlerweile gut funktioniert ohne diese Fixes. Auch mit den Dust Bunnies und so. Deswegen habe ich es jetzt generell wieder rausgenommen. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen Geld farben mit den Dust Bunnies. Und ja, damit wir halt mehr Geld zur Verfügung haben später, um halt dann umzuziehen. Folge 100 ist ja nicht mehr so lange hin. Ich versuche jetzt das Projekt wieder ein bisschen öfter zu bringen, damit ich endlich dieses Haus bauen kann, weil ich habe A, richtig Bock, dieses Haus zu bauen und B, wie gesagt, muss ich auch einfach umziehen, weil das geht nie mehr. Das geht schon so lange. Oh mein Gott. Wieso ist diese Mausi noch wach? Die ist müde. Warum ist sie wach? Aber die muss erst was essen. Scheiße. Oh, hier ist tatsächlich schon einer gespawnt. Nice. Dann freunden wir uns vielleicht mit dem einfach mal an. Also Melody dann. Was ist eigentlich mit ihr? Ist sie schwanger? Jo. Oh, das wusste ich nicht mehr. Es ist schon wieder so lange her. Wie gesagt, ich muss das hier wieder öfter machen. Weil ich habe auch eigentlich richtig Bock, aber irgendwie weiß ich nicht. Komme ich nicht dazu. Okay, ich habe jetzt noch nie mit denen so irgendwas gemacht. Deswegen geben wir ihm erstmal einen Namen. Flitzer. Süß. Bin ich schon dabei. Flitzer nehme ich. Und dann mit Staub füttern. Anscheinend, weil die müssen erst glücklich genug sein, damit sie hier nach Sachen suchen. Okay, sie füttert jetzt diese Wollmaus, heißt das in Deutschland, glaube ich. In Deutschland! Ja, auf Deutsch! In Deutschland! Wieso ist hier alles eigentlich kaputt? Was ist mit euch? Was macht ihr hier? Was für ein Rausch! Der Adrenalinschub verleiht Stefano ein fantastisches Gefühl. Sind seine pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass er Fitness mag? Ich weiß gar nicht. Hat er Sport gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht mal mitbekommen, dass er Sport gemacht hat. Aber meinetwegen mag er halt Fitness. Ist okay. Ich meine, er sieht doch auch recht sportlich aus. Kann schon sein, dass er Fitness mag. Okay, die Kids sind auf zur Schule. Lernen natürlich wieder fleißig. Denn wir möchten ja, dass die hier altern und so. Ne? Und dann müssen sie natürlich gute Noten mit nach Hause bringen. Sonst geht das nicht. Oh, jetzt kann ich wieder mit Staub füttern. Na gut, dann machen wir das. Beide Kinder müssen mal wieder hier geduscht werden, gebadet werden. Wild. Dass immer so viel Zeit dafür drauf geht. Aber naja, die sind, glaube ich, aber beide trotzdem auf einem relativ guten Weg, was ihr Leben so anbetrifft. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ihr fehlt nämlich nur noch Kommunikation. Cool. Dann können wir das ja kurz zu Ende machen. Dann kann sie Geburtstag haben. Und dann kann sie sich selber duschen. Easy. Da ist es auch schon. Sehr schön. Wir haben uns bei Scarlett anscheinend noch nicht vorgestellt, weil ich konnte sie nicht auswählen. Ich hasse es. Wieso muss man sich sein eigenes Kind vorstellen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich hoffe, die fixen das irgendwann noch, weil was soll das? Warum? Als ob man dann da so steht. Hallo Kind, ich bin deine Mutti und ich würde jetzt gerne dich baden oder dich altern. Ja, ganz normal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und so. So, und sie ist vegetarisch. Hatten wir, glaube ich, gefühlt noch nie.
Und sie ist motorisch. Ich werde sie natürlich erst dann umstylen, wenn die Kinder von der Schule kommen, weil ich denke, dass die auch gealtert werden. Und wenn nicht, dann haben wir kurz gewartet, ist nicht schlimm. Die Lauren braucht aber noch ein bisschen. Okay, so viel jetzt auch nicht. Okay, dann können wir die zumindest zusammen umstylen. Dann würde ich halt noch warten, auf jeden Fall, bis sie hier fertig ist. Und dann gehen wir in den Creative Team. Coolio. Und sie kann zumindest schon mal ein Schulprojekt anfangen. Okay, die beiden sind leider keine Einsatzschüler geworden. Schade, Marmelade. Dann füttern wir mal weiter mit Staub. Ach, ich weiß es nicht. Irgendwann können wir es auf jeden Fall anscheinend ja streicheln, aber es ist noch nicht glücklich genug oder so. Und später können wir dann sogar noch anfreunden. Mal schauen. Ich denke, dann findet der halt krassere Sachen, oder? Oh, Scarlett hat schon Level 4 erreicht. Lol. Das ging schnell. Und Lauren hat Level 3 erreicht. Damit ist sie durch. Perfekt. Alles Gute zum Geburtstag. Und so wie immer. Sie ist ein Geek und kreativ. Wo sind Melodies Lashes hin? Frage ich mich gerade. Hä? Also wir müssen jetzt ja eh... Oh mein Gott, du hast so einen Kuchen gegessen. Why? Wir müssen jetzt ja eh in den Cast. Ich würde dann mal gucken, was mit ihren Lashes ist. Weil eigentlich hatte sie immer Lashes. Oder sind die kaputt mit dem neuen Update? Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein und dann schaue ich mal. Okay, hier hat sie die noch. Aber in-game irgendwie nicht. Das ist ganz komisch. Aber hier sind die auch ganz normal drin. Und die sind auch anscheinend nicht kaputt. Also an sich... Ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich die auch einfach updaten. Also es kann ja sein, manchmal ist es ja so, dass es dann so oder so mal nicht funktioniert, aber halt im Creative Sim schon. Wir werden auch damit überleben ohne ihre Lashes, weil sie ist natürlich trotzdem eine hübsche Frau. Aber ja, es hat mich jetzt trotzdem nur ein bisschen gewundert. Okay, dann style ich jetzt die Kinder um. Hier hat sie die Lashes wieder nicht. Was soll das? Aber egal. Die sind auch definitiv nicht hier. Ich weiß es nicht. Aber wir akzeptieren das jetzt einfach so. Wie gesagt, ich guck mal, ob man die updaten muss. Ich weiß nicht, ob es an Slice of Life oder so liegt. Aber zurzeit kommen bei mir immer 5 Millionen Leute in meine Häuser, die ich nicht kenne. Und ich denke mir nur so, wild? Wild, wild. Aber ja, ich hoffe, dass das irgendwie gefixt wird, weil das nervt mich voll. Ich will nicht irgendwelche Leute in meinem Haus haben. Vor allem rund um die Uhr. Du denkst so, okay, hör auf. Ich möchte einfach ein normales Leben führen. Ich will dich streicheln. Wieso willst du mich? Wir können ja einfach mal Blitzer bitten, nach Wertsachen zu suchen. Ich weiß gar nicht, sucht er dann direkt danach oder sucht er generell schon nach Dingen? Ich weiß es nicht. Scarlett erreicht Level 7? What? Alter, was geht bei ihr? Blitzer hat ein staubbedecktes Spielzeug im Krümpel des Haushalts gefunden. Wer weiß, wie lange dieses Spielzeug schon als verschollen galt. Okay, also kann er auch nicht nur Geld finden. Also ich gehe davon aus, dass wir ihn jetzt einige Male mit Staub füttern müssen und irgendwann können wir ihn dann streichen und irgendwann können wir ihn anfreunden und dann ist das Glückslevel so hoch, wie es geht oder so wahrscheinlich. Denke ich. Ich schicke mal alle ins Heierbett. Wir schicken mal erstmal alle nach Hause und dann gehen wir ins Heierbett vielleicht. Oh, hier ist noch eine gespawnt. Yay! Dann freunden wir uns mit der natürlich auch an. Oh, das heißt, wir feiern im nächsten Part also Winterfest. Wow. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, kümmern wir uns dann im nächsten Part darum. Und ja, vielleicht schaffen wir es dann auch, uns weiter mit den Wollmäusen anzufreunden, sodass wir bald umziehen können. Yay. Ich meine, es sind dann ja nur noch 3 Parts.
Beziehungsweise im Part 100 möchte ich schon umziehen. Das heißt, es sind noch 2 Parts, die wir in diesem Haus verbringen. Und dann gibt es ein neues Haus. Woo! Wie gesagt, Hashtag MuliSims. Könnt ihr einen Grundriss einschicken. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!